Thomson-Gazelle weiße Ohrmarke, hat was an der Backe, muss in Narkose gelegt werden. Das darf ich nicht sehen. Pfleger und Mediziner heute auf besonders leisen Sohlen. Die Gazelle ist ein extrem schreckhafter Patient. Jede Behandlung heikel. Halt, was ist jetzt los? Da kam in der Kanüle ein bisschen was raus. Gehen wir nochmal machen. Ein schlechtes Omen. Wir müssen jetzt wirklich ein bisschen vorsichtig machen, dass der nicht so viel hochrückt. Ach du Scheiße. Was denn? Das können wir vergessen. Bein gebrochen. Weiße Ohrmarke im Dämmerzustand. Die Narkose wirkt langsam. Bein ist durch, ne? Tja. Sehen wir mal, ob es wieder, wie schlimm es ist, aber es kriegen wieder. Oh. Ein Beinbruch. Bein ist gebrochen. Für den Gazellenbock eine lebensbedrohliche Verletzung. Das ganze Verbandzeug holen. Also müssen wir umdisponieren, also ganz klar sagen. Das ist umdisponieren, ja. Also umdisponieren. Ja. Dann werden wir erst das schnell behandeln hier. Bitte? Und das Bein. Was alles noch nicht durchgesplittert ist. Ist alles zersplittert hier. Alles matsch hier. Ja, ich glaube, das bringt nichts. Hier ist auch schon irgendwie durch jetzt. Ja, durchgefühlt. Kann der Professor hier noch etwas ausrichten? Kriegt mir auch nicht richtig fixiert. Hm. Weiter. Dann schon go und ich hätte ihn vergessen. Ne? Mal kurz gucken. Sind alle da, mach zu. Logistische Großaktionen im Elefantenhaus. Wenn Saida und Indra hier rein sollen, müssen alle anderen raus. Die beiden aus Hamburg sind schon lange sächsische Mädels, doch Tempis Tempel ist ihnen immer noch fremd. Das soll sich ändern. Das würde ich schon begeistern. Und wenn die Innenlage richtig angeguckt haben, wird irgendwann dann ein paar Tage später das Tor hinter denen zugemacht. Das ist schon wieder mal eine Riesenaufregung, weil dann wissen sie, dass sie nicht wieder zurück können. Und wenn sie das begriffen haben, dann kommen sie alle zusammen rein. Das dauert auch noch ein paar Tage. So, Action. Checker, mach auf. Seid ihr, bist du auch da, mein Hase? Na los, geh mal rein. Auf geht's, ich komm hinterher, mein Sonnenschein. Los, vorwärts. Vorwärts. So, ist schön brav. Ja, das ist doch sensationell, hä? Ja, geht mal gucken, habt ihr was zu tun. Einigung der Damen aus Hamburg und Leipzig ist Tempis Ziel. Da ist für die Zugezogenen Ortskundigkeit besonders wichtig. Die zwei Elefanten sind ohne Komplikation ins Haus gegangen und kriegen am Abend da drüben ein bisschen was zu fressen gekriegt, damit die sich ein bisschen verteilen. Es war schon immer das Ziel, dass wir die ganze Gruppe haben. Also draußen sind die schon zusammen. Aber die Innenlage, die müssen natürlich auch erst kennenlernen. Unsere kennen es, die haben da einen gewissen Heimvorteil. Und deswegen müssen wir die anderen erst langsam dran gewöhnen, dass sie hier jede Ecke kennen. Und dann lassen wir sie zusammen hier rein. Ich stehe bloß vor der Tür, damit sie nicht wieder rausrennen. Jedenfalls nicht gleich. Baden wollt ihr baden gehen? Könnt ihr machen, von mir aus. Geh mal gucken. Sensationell, hä? Sei da rum. Ein beheizter
Innenpool. Vielleicht kriegt Tempi die Damen ja damit rum. Wasser kennen die natürlich auch. Also sie gehen ja draußen baden normalerweise. Aber drinnen konnten sie noch nicht. Und das scheint sie sehr gut anzunehmen. Aber das ist alles so fremd. Ach, ich tu dir doch nicht. Ich beiß dir jetzt in den Arsch. Sei da vorwärts. Geh mal vorwärts. Ach ja, jetzt müssen wir mal telefonieren. Das ist immer seltsam, wenn sie immer drinnen sind. Da fühlen sich furchtbar wohl. Aber bis das passiert, dauert es immer ein bisschen. Es ist gut. Ja, es ist, du bist eine Gute, hä? Du bist eine Gute. Ja, ist es ja lieb, hä? Im Vogelhaus. Der erste Nachwuchs 2008. Bei den Rotschopf-Turakos. Doch Dieter Georgis Jüngster hat keine intakte Familie. Wollen wir mal sehen? Aha, da oben ist der Turako, ne, mein Guter? Du kannst runterkommen, es gibt was Feines zu fressen. Ha? Die Mutter, alleinerziehend. Der Mann, der kränkelt etwas, den muss man hier rausnehmen. Der ist auf der Krankenstation und wird vom Professor Dr. Ollenberger behandelt. Da steht leider dadurch jetzt nicht zur Verfügung. Sie muss das jetzt alleine durchziehen, das Weibchen. Naja, nicht ganz alleine. Schließlich gibt's noch Dieter. Na komm her, zeige ich dir mal die Futterschale hier. Komm her, mein Guter, komm. Komm her, komm. Na komm. Komm, feines Futter. Komm her, komm. Na komm her, komm. Hallo, gib Frühstück, gib schönes Futter. Ha? Komm mal her. Willst du nicht bitte Futter aufnehmen? Ha? Irgendwer stört hier. Das gefällt er irgendwie jetzt nicht, dass die Krontaube hier oben sitzt. Da ist er jetzt irgendwie brüskiert. Das irritiert sie doch etwas. Es könnte ja sein, dass die Krontaube dann zufällig dort rüberfliegt, wo das Jungtier im Nest ist. Nun flieg doch mal weg. Du störst jetzt hier. Du störst jetzt hier. Das ist was. Ausgerechnet jetzt stehst du nur da oben. Ha? Und bringst alles durcheinander. Plant die etwa einen Mundraub? Zurück in Afrika. Es steht schlecht um weiße Ohrmarke. Das Bein ist zersplittert. Aber das ist hier unten. Hier ist Matsch. Hier ist noch einzelne Knochen hier drin. Hier. Na gut, wenn man das alles fixiert, könnte das sich zusammenwachsen. Aber hier, da ist auch verletzt. Das ist alles Matsch hier. Wir schaffen erst mal vor. In den ersten Stall oder was? Nee. Ach, ganz vor zu ihm. Da müssen wir schaffen, eine Eidechse ist hier, da können wir mit der Eidechse vorfahren. Na, jetzt gehen wir erstmal vor, werden wir noch Röntgen, obwohl wir schon eigentlich fühlen, was Sache ist, uns auch demonstrieren zu können. Ist also mehrfach gebrochen, an einer relativ ungünstigen Stelle. Also die Prognose ist für so ein Wildtier eigentlich im Faust. In Faust. Das ist Latein und heißt keine Aussicht auf Heilung. Okay, machen wir so. Gut, ich danke Ihnen. Ja. Ciao. Ja, wir schaffen die vor. In die Klinik? Und dort machen wir es? Ja, dort werden wir erstmal röntgen. Und dann werden wir entscheiden, ob wir so. Ich bin ja hergehetzt. Ja, ich weiß. Na, nachdem wir das gefühlt haben, wie das jetzt ist. Ja, ich hatte mir schon gedacht, dass wir vielleicht nicht so gut machen. Es ist also mehrfach gebrochen. Noch gibt der Professor nicht auf. Okay, ich fahr mal, fahrt mal vor, sonst macht die ja bald wieder ab, oder was? Ja, ich weiß nicht, ich dachte, irgendjemand Marco fährt. Deutlich, ne? Das ist die Spitze, die man sieht, das andere sieht man noch gar nicht. Das Bein nach vorne und hinten her. Warte mal, nee, das geht. Also das ist mindestens dreimal gebrochen an den Beinen. Naja, das ist alles, wie gesagt, gesplittert hier. Hier unten ist alles Mist. Mensch. Jens Hirmer, der Bereichsleiter, kommt.
Eine Entscheidung bahnt sich an. Da oben scheint nicht, dass er hier ist. Unten. Was machst du denn für Sachen? Die haben auch so dünne Beinchen. Oder? Ich zieh mal hier in den Club. Verschrauben, ist auch nicht viel Platz. Eigentlich nicht. Dann hier, der nächste Bruch. Also hier ist der erste. Und hier ist er ganz schlimmer, ja. Das ist nicht leicht. Auch Tempi hat's nicht leicht. Der Reiz des Neuen, für Elefantendamen purer Stress. Da tut Überzeugungsarbeit Not mit ganzem Körpereinsatz. Und Geduld. Ja, ja, da mach es. Sei da vorwärts. Na los, fester. Man kann es natürlich auch ein bisschen forcieren und das ganz schnell machen. Das hat aber, wir müssen es nicht. Für den Elefanten ist es nicht gut, für uns ist es nicht gut, es ist einfach zu viel Stress. Und da machen wir das Schritt für Schritt. Immer kleine Schritte kommen wir genauso zum Ziel, als wenn man mit Gewalt einen großen macht und dann hat man vielleicht einen zu viel gemacht oder einen vorher, einen zweiten vor dem ersten. Das ist mir auch schon passiert und das ist nicht der Renner. Naja. Immer die Ruhe und vorwärts. Wenn der Elefant nicht zum Wasser kommt. Hättest du klein dich in den Kocher scheißen können. Dann muss das Wasser eben zum Elefanten. Ja, dein Kind kommt auch noch. Intra, los. Sieht's denn aus? Ich tue dir nicht weh mit der Scheibe, ich schmeiß da ein bisschen Wasser drauf. Wie dumme. Ja, jetzt hab ich mehr Wasser habe ich jetzt abgekriegt. Vorwärts. Bei den zwei ist immer ein bisschen. Nur auf die Mutti und Kind und Scheiße und Mist. Na los, Löwe rein. Genau. Ja, hast du gesehen. Jetzt wieder hat zwei Stufen mit ihm abgenommen. Na los, vorwärts. Fisch. Noch ein bisschen Regen. So. Weiber. Na bitte. Tempi weiß, was Frauen wollen. Das Einzige, was ich nicht getan ist, ganz ins Tiefe zu gehen. Da fehlen also noch 2 Meter. Und das ist nicht die einzige Herausforderung, die die Hamburgerinnen noch meistern müssen. Ach, na ist das herrlich. Der nächste Schritt wird sein, dass sie hinter den Türen zumachen. Das ist nun mal so, wenn elektrische Tore sind, die sicher sind, aber die gehen relativ langsam. Wenn man das einfach so zuschmeißen kann, ist das ein bisschen was anderes. Und Tor zu, mal sehen, wie sie dann reagieren. Und dann kommt Wasserfall zum Beispiel dazu. Und dann, wenn das alles fertig ist, ist früher, dann kommen die anderen noch dazu. Das dauert schon ein paar Tage. Und wann geht's weiter? Die Tür ist vermutlich. Das kommt drauf an. Wenn wir morgen gut besetzt sind, ist er morgen dran. Einschluss. Schon so bald. Mal sehen, ob Tempi die Damen dann noch im Griff hat. Na komm, flieg mal runter. Ha? Flieg mal runter. Zeig mal, dass du gut fliegen kannst. Ha? Na schnell. Ja, schön. Prima. Dieter. Der Ernährer der Turaco-Familie. Du musst dich nicht mehr fürchten um dein Jungtier, ha? Hol dir was Feines ab. Komm her. Na komm. Komm her, Schnucke. Komm mal her. Ja, da heißt es jetzt erstmal Geduld haben, abwarten. Sie muss sich wahrscheinlich doch nur erstmal beruhigen, das Weibchen. Und dann ist zusätzlich noch der V oben auf dem Dach oben drüber. 2 Stück, 2 Vauen, gehen ausgerechnet heute, stehen die genau da oben drüber. Da ist nur der Schatten, der da oben drüber über den Scheiben schwebt. Das kennst du nicht. Nee. Tja, auch in so einem tropischen Wald gibt's immer mal Störungen. Da ist auch immer mal Holiday, dass nicht immer alles so friedlich ist. Vor allem, du merkst doch, dass wir dir hier nichts tun. Komm her, Schnucke. Ja, komm her. Glück, ja. Komm, hol dir dein Futter ab. Hol dir dein. Oh, das bettelt schon, das Jungtier. Das hat man jetzt von hier schön gesehen. Vater sein ist schon schwer. Derweil heißt's bei Anoas erneut ringfrei und Freundschaft schließen. Sind sie schon draußen? Ja. Ich mag die Kleine haben. Bitte? Ich zwar lieber auch, aber ich nehme auch die Große. Na gut. Die macht mehr Eindruck und kracht mehr. Ja, das stimmt. Gehst du rein? Ja.
Die Schaufel ist im Prinzip zum Selbstschutz. Also Anoas gelten eigentlich als relativ gefährlich. Und wenn wir jetzt hier in die Gehege gehen, müssen wir uns schon selbst ein bisschen schützen. Unsere, also die, gerade die beiden Mädels sind ziemlich umgänglich. Aber wie gesagt, das kann schnell immer umschlagen und ich möchte sie nicht im Bein hängen haben. Die Hörner eitern so schlecht raus. So. Na, meine kleine Kati. Hast du mal geguckt? Hm? Obacht. Achtung, Achtung. Jetzt muss ich hier durch den Morast. Obacht, Schnecke. Alles fein, alles gut. Alles prima. Ja, ups. Schon seit 2 Wochen immer dasselbe Spiel. Und bisher von Freundschaft zwischen so. Anoa Kind Kati und der großen Bianca. Keine Spur. Das ist ein Versuch. Ob es funktioniert, kann noch keiner sagen. Bis jetzt sieht es ziemlich gut aus. Aber da muss man schon Raum schaffen, dass die sich wirklich auch aus dem Weg gehen können. Ja, die Pfleger haben für alles gesorgt. Viel Raum, um sich aus dem Weg zu gehen. Gutes Futter und vor allem viel Ruhe. Ruhe, Ruhe. Das ist gerade ein bisschen ungünstig. Ja, weil wir gerade zusammengelassen haben, 2 Anoas. Aber es wird sich nicht lange ausdehnen. Habt ihr ein offenes Zeitlimit? Also eine halbe Stunde? Ich stehe in Leistung. Arbeitszeit ist Leistungszeit, oder wie war das? Bist du jetzt passt du auch mit Anoa auf? Naja, als wahrer Tierliebhaber bringt man schon mal ein Opfer. Sie war bisher bloß mit ihrer Mutter zusammen. Und da weiß man nie, ob sie nicht doch mal übermütig wird. Und deswegen lassen wir uns da viel Zeit. Viel Zeit. Ob dafür hier alle Verständnis haben? Wir müssen auch unsere Arbeit machen irgendwann. Eure Arbeit? Ja. No, no. Zumindest sieht es heute friedlicher aus. Das Positive ist, dass die Kleine nicht von der Großen gejagt wird, so wie es die anderen Male war. Da war sie doch recht heftig hinter ihr her. Und das ist nun gar nicht. Und dass die Kleine da drüben knabbert, sieht relativ entspannt aus. Ja, aber ob hier auch alle entspannt bleiben? Zur gleichen Zeit ist in der Tierklinik die Entscheidung gefallen. Der Professor will weiße Ohrmarke nicht aufgeben. Wir müssen etwas anderes machen. Dann machen wir jetzt hier eine Bandage. So, dass es entbinden das so ein. Ja. Und gibst du das dann? Rüber? Ja, jeder schafft es rüber. Theoretisch besteht die Möglichkeit, durch Anbringen der Platte das alles zu fixieren. Dann bildet sich irgendwann gleich wieder Kallus. Aber dann will die aber doch relativ kooperativ sein und sich ruhig verhalten. Jetzt können wir aber nur erstmal das Ganze in Gips legen, so dass es in etwa in die Lage kommt, wie es sein müsste. Wir müssten dann später die Verplattung machen, weil wir das Material jetzt dafür gar nicht da haben. Muss es ein bisschen gestreckt werden? Oder? Jetzt wird es eingewickelt so, werden. So muss es. Hier vielleicht. Schön straff halten. Nur. Wie gibt es mir das Zeug? Das macht er schon. Hightech-Chirurgie soll der Thomson-Gazelle das Leben retten. Da gibt's nur für den Übergang. Die Schichten sind einmal zur Astfixierung, aber gleichzeitig zur Polsterung, damit also der Gips dann nicht die Haut kaputt macht und das Gewebe abdrückt. Und diese Blutung muss schon noch gewährleistet sein, sonst stirbt das Bein deswegen ab. Das ist schon eine ernste Geschichte. Ende. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Ich muss jetzt noch trocknen. Ja, wir halten ihn erstmal bei uns in der Klinik, beobachten ihn, wie er mit dem Verband zurechtkommt. Im Grunde genommen muss ich das innerhalb der nächsten 3 Tage entscheiden. Das Gazellenbein, vorerst in stabiler Hülle. Jetzt das Wichtigste, weiße Ohrmarke, muss aufwachen. Kleine Matze. Na da.
Kann man nur hoffen, dass es was wird. Auch wir sind ja Optimisten. Vielleicht haben wir Glück. Oder vielleicht hat er Glück. Kommst du hier runter? Hm? Im Vogelhaus. Kommst du hier runter? Die Turako-Mutter. Doch keine Kostverächterin. Komm her. So, komm her. Na, komm her. Ja, du traust den Frieden heute nicht. Komm her, hier. Komm her. Ja, na komm. Ja, fein. Guck. Feines Futter. Hol dir's doch ab. Hol dir's doch ab, meine Gute, hier. Hol dir's doch ab. Ja, feines Futter. Dann nimmt das jetzt auf der Turago, hier das Weibchen. Kommt in seinen Kopf rein, wird in gewissem Sinne wie leicht vorverdaut. Und dann aus dem Kopf heraus wird das Jungtier dann gefüttert. Sie sammelt jetzt praktisch in ihren Kopf. Die Mehlwürmer sind alle. Bist du nicht ein bisschen Banane? So. Gut. Jetzt fliegst du zum Jungtier. Ach, das Jungtier. Na, herrlich. Vaterfreuden. Und Dieter möchte sein Glück teilen. Dort oben, siehst du das? Ja. So witzig. Turago-Weibchen mit Jungtier. Georgi Junior. Das Jungtier ist erstmalig am Rand. Das ist ja bei den Turago so, dass sie in relativ schneller Zeit das Nest verlassen, so nach 10 Tagen ungefähr. Das heißt, also wir müssen immer Wache stehen. Wir müssen hoffen, dass er nicht runterkommt. Dass das nicht. Oh, das kostet Nerven. Oh, das ist ja direkt anstrengend. Keine Sorge, Dieter. Den kriegst du schon groß. Bei den Anoas ausgelassene Stimmung. Das haben wir vorhin schon gemacht. Bei fast allen. Ich habe da einen Tunnel gebaut. Typisch Anoa als Urwaldbewohner. Na? Ins Dickicht flüchten. Genau. Wie sagt man so schön? Buschschlüpfer. Mhm. So, jetzt. Dann jetzt sperr die Viecher ein. Komm jetzt. Komm, wir machen den Schieber hoch. Die friert. Das ist Mobbing. Das sind alles das ist Mobbing. Nette Tierpflegerinnen und Pfleger, mit denen kommen wir wunderbar klar. Oh, können wir mal eine Wanne holen? diese Spuren hier, nicht, dass irgendeiner ausrutscht, das wäre ja dein Arbeitsunfall. So. Ja, so sagt, hat man nichts gemacht. Nee, wir würden ja gern. Ja, für heute war es das. Echt? Mhm. Oh, ihr seid sensationell. Wollen wir? Die Sorten, das ist schon eine halbe Stunde. Ja. Ja. Ja, dort, wenn hier die Firma Kranstöfer rumdrängelt. Die Baggerfraktion. Leicht zu beglücken. Und die Pfleger? Ja, man kann zufrieden sein. Jetzt ist es schon, naja, ich laufe mal ein bisschen hier lang und der andere läuft mal ein bisschen da lang und sie gehen sich auch gut aus dem Weg. Und das sieht schon relativ gut aus, aber die Anspannung ist immer noch da. Also man sieht das an beiden Tieren auch. Die Große ist ein bisschen aufmüpfig. Also die weiß schon, dass sie ein bisschen größer und stärker ist. Und die Kleine, naja, die hat noch ganz schön Respekt. Da brauchen wir viel Geduld und viel Zeit. Opa, Kathi? Na. Langsam und sachte, Fräulein. Morgen geht's wieder in den Ring. Dann aber in aller Ruhe. Ja, zufrieden. Jetzt dürfen wir. Weiße Ohrmarke. Wieder bei Bewusstsein. Und hat schon den ersten Krankenbesuch. Wo bist du? Hm? Obacht. Ach, Elize. Hm? Und? Wie steht's? Wir fressen hat sie gut. Ist erstmal schön, sie liegt doch hier, also schön ruhig. Und ist ein Wunder, das macht eigentlich Hoffnung. Ich denke mal, es könnte heilen. Wir hoffen es mal. Es ist eine ganz dumme Geschichte, die ganze Sache. Und für mich besonders traurig wieder, weil es wieder meine Lieblinge erwischt hat.
Aber ich hoffe, das kriegt man hin und das könnte klappen. Also ich habe Hoffnung. Der Schreck sitzt allen noch in den Gliedern. Doch Unfälle können eben passieren. Besonders bei so zart beseiteten Wesen. Die Tiere sind ja eh, gehören ja eh zu der Gruppe, die recht sensibel sind und recht schreckhaft. Das ist ja klar durch diese Lebensweise, die die haben. Und das ist immer Risiko. Das kann man nie hundertprozentig vermeiden, dass da wirklich mal was schief geht. Und das passiert. Das passiert auch uns. Also. Aber sieht gut aus. Es wird natürlich, kann natürlich so sein, dass der vielleicht mal nicht mehr perfekt läuft oder dass vielleicht irgendwelche Fehlstellungen dann hat vom Bein her. Aber das Wichtigste wäre, dass der eben wieder auf die Beine kommt und wieder fit ist. Oder, Herr Professor? Wir werden das natürlich bald kontrollieren müssen und dann entscheiden wir, ob wir noch mal anderweitig chirurgisch rangehen, eine Platte setzen oder ob das vielleicht so gut, so Gott, schön zusammengeheilt sein könnte. Das müssen wir dann mal abwarten. Aber es soll sich auch noch ein bisschen erholen. Ja. Und Gazellenbock weiße Ohrmarke ist bekanntermaßen ein zäher Bursche. Interessant bei ihm ist ja auch, das ist ja auch der, der mal den Sehnendurchriss hatte, oder? Der hat schon einiges hinter sich. Da war schon die Achillessehne mal angerissen vor ein paar Jahren. Das haben wir aber erst gemerkt, als wir in den Unterlagen wieder nachschauen. Also ist das spontan wieder verheilt. Also halt nicht ganz. Wir hatten natürlich erst einmal entsprechende Wundversorgung gemacht, aber man konnte dann nichts nähen. Die Sehnen haben sich also selber wieder so stabilisiert, dass man dem Tier im Laufen zumindest nichts angemerkt hat. Wollen wir hoffen, dass er hart genug ist im Nähen und das auch noch übersteht. Gute Besserung. Ja, es ist jeden Tag ein bisschen anders. Vorwärts. So ist schön brav. Seid ihr, komm. Vorwärts. Am nächsten Tag. So ist schön brav. Im Elefantenhaus. Dann gehen wir mal rüber. Ne? Kleid anüber. Heute ist einfach so, die Hamburger kommen rein wie gestern. Bloß, dass heute die Tür dahinter zugeht. Bloß ist gut. Da kann so einiges schief gehen. Mach zu. Dass sie versuchen, wieder rauszukommen, wenn die Tür halb zu ist. Da klemmen sie dann drinnen. Das ist ein bisschen ungünstig. Weil die Türe ist stärker als der Elefant. Hoffe ich jedenfalls. Dann machen wir sehen. Nee. Na, noch nicht. Mal sehen, was passiert, wenn sie wieder rüberkommen. Na, das wird dumm gucken. Suchen die das Tor, gehen davon noch durch. Na ja. Das noch Apfel. Die Ruhe vor dem Sturm auf die Tür. Die haben wir gar nicht gemerkt. Müssen wir schmal abwarten. Die kennen ja das Geräusch, wie die Tür auf und zu geht. Und entweder stürzt es wirklich nicht, was mich ein bisschen wundern würde, oder haben sie einfach noch nicht gemerkt. Wollten sie eigentlich ein bisschen heller. Wir versuchen natürlich jetzt auch Geräusche zu verbreiten, die sie kennen, also Arbeitsgeräusche. Nicht deswegen, da kratze ich hier ein bisschen rum, also es wird zwischendurch sauber gemacht, das kennen sie ja. Müssen wir mal gucken, wenn die Tür plötzlich zu ist, mal sehen, was passiert. Wisst ihr was, ihr zwei, ihr könnt ja wahlweise baden gehen, so wie gestern. Da fällt es nicht so auf. Ja, die Tür ist zu. Hä? Hey. Du stehst nicht da, hä? Indra und Seida haben Lunte gerochen. Na, das gucke, hä? Na, sowas. Oh ja. Einmal. Na, das gucke, hä? Na, sowas. Meistens. Da wollen wir offen. Da wollen wir offen. Na, kannst du ein bisschen dran drücken. Die geht nicht auf. Also, wenn sie aufgehen würde, hätten wir einen Baufehler gemacht. Ist das Platzangst? Fütterungszeit bei den roten Riesenkängurus. Doch einer fehlt am Futternapf. Fritz, der Mann im Haus, ist schwer krank. Leidet an einer Entzündung am Hals. Kerstin Tischmeier will den Kängurumann wieder aufpäppeln. Na, ich habe jetzt vor, noch eine Extrafütterung für unseren roten Riesenmann zu machen.
Der hat ja stark abgebaut durch seine Halsverletzung und deswegen bekommt er jetzt aufgrund dessen, weil er krank ist, Banane, also alles so leckere Sachen und Kranichfuttermischung, wo ziemlich viel energiereiches Futter halt auch drin ist. So, gehen wir mal den Kollegen füttern. Hallo, komm mal her, Großer, komm. Komm mal gucken. Fritz. Stark geschwächt. Die Entzündung am Hals will und will nicht heilen. Der geht, seitdem der die Halsverletzung hat, gar nicht mehr raus. Also selten. Meistens nur, wenn er dann halt keinen anderen Ausweg mehr sieht. Ja, und so richtig Appetit hat er halt auch nicht. Schon seit mehreren Tagen jetzt nicht. Heute früh hat er halt mal eine Handvoll Känguru-Pellets aus der Hand gefressen. Aber die Begeisterung hält sich in Grenzen. Dem roten Riesen ist der Appetit vergangen. Kein gutes Zeichen. Dann kann ich den Mund aufmachen und reinstopfen. Das geht halt beim Känguru sehr schlecht. Er muss schon von alleine fressen. Und wenn er das halt schon nicht mehr macht, dann ist es schon bedenklich. Die Behandlung schlägt einfach nicht an. Und mit jedem Tag wird Fritz schwächer. Also er wankt ganz schön beim Vorwärtsbewegen, auch beim Aufstehen. Da hat man manchmal das Gefühl, er kommt überhaupt nicht mehr hoch. Er zittert dann auch richtig, also der Muskelabbau ist sehr stark bei ihm. Und naja, wissen nicht, wir gehen nur mit dem Gefühl ran, jeden Früh das Erste, was wir machen, Stalltür auf, gucken, wie es ihm geht und hoffen, wenn er liegt, dann auch hoffen, dass er wieder hochkommt. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Also wir hoffen auch, dass er sich jetzt wieder fängt und anfängt zu fressen und dann auch wieder gesund wird. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch in der Tierklinik bereitet ein Patient den Medizinern Kopfzerbrechen. Nach einem Tag im Gips scheint das Bein von Weiße Ohrmarke anzuschwellen. Ja, mir wurde berichtet, dass das behandelte Bein im unteren Bereich geschwollen sei. Es kann ja noch Stauung gekommen sein durch den Verband. Ein bisschen kann das schon sein, aber das müssen wir jetzt mal kontrollieren. Um den Gazellenbock zu schonen, will der Professor nun auf eine Narkose verzichten. Ja, oder lass mal. Was? Sag mal, haben wir nicht auch ein Tuch ohne? Ja, noch ein größeres. Ohne Schlitz, meine ich. Ohne Schlitz haben wir noch. Na klar, wir haben noch eins da. Nehmen wir das hin. Hier ist kein Schlitz. Ein Tuch soll den schreckhaften Patienten ruhig stellen. So die Theorie. Ich würde versuchen, erst mit der linken Hand dann ein Horn zu fassen und dann damit mit der rechten das andere fassen können. Hannemann, geht super ran, oder wie war das? Ja, meine Gute. Ist ja gut. Hm? Ja, ist ja schön. Guck mal, so machen wir das. Das geht offensichtlich nicht. Nee. Aber wenn ich so eine weiße Matte nehme und du sie einhängst und sie kommt dann mit dem Tuch? Das wäre noch eine Variante, ja. Ich komme von drüben. Andererseits. Die praktische Umsetzung schwierig. Niemand hier will ein Risiko eingehen. Weiße Ohrmarke könnte sich in Panik erneut verletzen. Ja, gehen Sie mal dort rein. Was da passiert. Wir sind auch nicht zu viel. Wenn die zu viel springen, müssen wir Schluss machen. Nee, wird nicht. Familientag bei den Hyänen. Vater Kitano hat heute Besuchsrecht bei seinen Kindern. Ausnahmsweise. Kitano, los, raus, kuschel. Geh raus, los. Jörg Gräser hält dem Hyänenmann die bissige Clanchefin Lubanga vom Hals. Die bleibt erst mal drin. Hi, Großer. Na? Na, fein, hä? Ja, jetzt findet nun erstmal das ganze Begrüßungsritual statt wieder. Und gerade, also Gitano, das ist eigentlich ein ganz, ganz lieber Papa. Ne? Und also der spielt gerne mal eigentlich mit seinen Kindern. Eine Familienidylle. Wenn da nur nicht die bissige Mutter wäre. Für Gitano gibt's nur eine Chance, der häuslichen Gewalt zu entfliehen.
einen Sprung. Hier hinunter, in den Trockengraben. Getano, das ist auch wirklich ein schlauer Bursche, muss ich sagen. Also der ist auf den Kopf gefallen, ist er nicht. Der checkt das jetzt schon die Lage ab. Der guckt jetzt auch und hat jetzt geguckt schon, was, Stromzahlen weg. Na, da ist ja auch immer ein kleines, leichtes Knacken manchmal zu hören gewesen. Auch die anderen haben das jetzt schon mitgekriegt. Da sieht man, wie sie hinten langlaufen hier und gucken. Mensch, man kann jetzt richtig nah ran an den Trockengraben. Und wenn Getano das weiß und die alle hetzt, dann, ich nehme an, das wird heute noch passieren, dass der dort unten reinhuckt. Er weiß ganz genau, und unten hat er seine Ruhe vor der Eulen. Jörg hat dem Verfolgten einen Fluchtweg geschaffen. Ein Hintertürchen ins sichere Hyänenhaus. Wenn der wirklich hier reinhuckt, kann er die Schräge hochlaufen und ins Haus rein und sich dann den Hintern aufwärmen. Und das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt kommt Mutti. Na, Getano, alles gut? Hä? Ein feiner Junge, hä? Passt auf, Mutti kommt. Lubanga. Jetzt aber flinke Füße. Das geht gleich wieder los, hä? Das ist eine Zicke, ist das. Seid da. Derweil in Tempis Tempel. Elefantenkuh Saida versucht, Barrierefreiheit zu erlangen. Notfalls mit Gewalt. Hey! Naja, wenn wir nicht dabei stehen, da fängt es an zu drücken. Na, lass es zweimal drücken, da weiß ich, dass es nicht durchgeht. Bewegung zum Druckausgleich. Ey, schub sie nicht, ich leb's will. Intra, was ist mit Löw? Ich bin ein fetter Mann. Aber wenn die Tür zu ist, latschen sie ein bisschen mehr rum. Ja, da ist zu, Intra. Das hast du nur gesehen. Merkst du es noch? Los, geht Baden. Sei da. Und ein Bad, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja, ich spinne ein bisschen oder was? Geht doch. Naja. Ich will jetzt nicht sagen, es ist völlig entspannt, aber es sieht gut aus. Na los, du schon rein. Jo, ist das kalt. Prima. Keine leichte Lektion heute für die Hamburger Damen. Bei Neuerungen rechnen Elefanten von Natur aus mit dem Schlimmsten. Ich glaube nicht, dass die unter Klaustrophobie leiden, aber es ist ja so, die sind jetzt, gestern sind sie, da war die Tür am Offen, da hat man Rückzug. Weil die ja wissen, wo sie hingehören. Die müssen ja wieder raus und müssen da hinten rum. Über die Außenanlage. Und wenn da hinten plötzlich Schluss ist, könnte ja ganz was Schlimmes passieren. Ich weiß zwar nicht was, aber man weiß, in den Kopf steckt Schnee nicht drin. Na, bis jetzt ist es relativ entspannt. Habt ihr's? Fast überstanden. Die Rückkehr ins heimische Gefilde ist nah. Intra. Ja, da siehst du, sonst willst du sehen, wie der Skiwolf geht, nicht weiter. Und dann geht's ab nach Hause. Geht dann nach dort weg. Ich lasse sie durchlaufen. Rauf und vorwärts. Intra, vorwärts. Seid ihr vorwärts. Los, 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 los. Schert euch heim. Zu. Ja. Vorwärts. Na, das ist doch sensationell. Geht doch. Zurück in der Tierklinik. Hier tüftelt man an Plan B, um weiße Ohrmarke zu überwältigen. Die lässt sich nicht einengen. Neue Strategie. Ich will versuchen, dass ich die Decke komplett über die Gazelle kriege und dass man sie dadurch vielleicht zu zweit zum Runterzug kriegen. Drückt mal einer nach hinten. Der Gazellenbock fest im Griff. Das loslassen, wenn du mal fragst. Wir haben sie durch glücklichen Umstand gekriegt, Gott sei Dank.
Man kann jetzt wirklich gucken, wie sieht es aus mit den Beinen und die Wunde. Die hat sich doch was auf, oh, ja, aufgelegt hier. Siehst du das? Ich hole mal ein bisschen Zinkspray. Ja. Der Gips. Schon arg lädiert. Anscheinend doch keine Dauerlösung. Das ist wärmer, ja. Das ist sicherlich nicht gut geflutet wird. Der Nerv ist ja auch so hin. Ja, da geht das, dadurch geht er die Ebene. Ja. Hier beim Wind. Ja, so, was wollte ich jetzt? Das ist instabil. Ja, ja. Ja, wir sollen doch noch mal. Kann ich noch mal probieren, die andere Seite zu messen? Warte mal, Christa, ja, 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 lass mal das Maßband da. Als wir jetzt die gefangen haben, haben sie erstmal richtig untersucht und haben gemerkt, dass der Verband sich ein bisschen gelockert hat. Dann hat sie sich den auch angefressen. Dann sieht man das große Loch bis auf der Haut runtergefressen. Also irgendwie gefällt ihr das nicht. Und der ist auch ziemlich locker. So dass wir morgen richtig nachsehen, was nun ist, den Verband abmachen. Und dann werden wir weitersehen, vielleicht die Platte legen und neu gipsen. Und dann hat sie eine Chance. Eine Platte legen, das heißt eine komplizierte OP. Damit die Stütze im Bein gut passt, wird Maß genommen. 24, ja, ist, die werden sowieso standhaften. Also 24, 25. 24, es gibt doch Konstruktionsplatten, die man zuständig ist. So, kommt jetzt raus. Genau, darüber diskutieren. Wenn sie liegen bleibt, ziehen wir die Decke dann weg, wenn ich vorne bin. Sehr professionell. Boah, ja, der Schluss zumindest. Der Schluss war super. Das war die Entwicklung. Gut. So. Schon morgen soll weiße Ohrmarke und das Messer. Am anderen Ende des Leipziger Zoos gibt Kitano Fersengeld. Sich so ein Frust auf den Schied, das kann ich manchmal nicht verstehen. Das ist doch nur gar kein Futter und nichts ist hier und so eine Zische. Also wenn er jetzt stehen bleiben würde, würde er den kurz beißen und dann wäre das wieder gut für die. Aber Sam, das, er will sich auch nicht beißen lassen. Naja, das kann man verstehen. Wird Kitano das Hintertürchen finden? In Afrika sind schon wieder die Mediziner gefragt. Giraffendame Knöpfchen kränkelt, hängt durch. Und der Professor soll Aufbauhilfe leisten, per Blasrohr. Auffällig war natürlich, dass er total keinen Appetit hatte. Noch richtig, man hat sie gesehen, wie sie da stand, so Kopf hängen, Ohren hängen, die Augen ganz. Und keinen Appetit, das ist immer ein Zeichen, halt, da ist was faul, da stimmt was nicht. Und deswegen haben wir so schnell reagiert, dass er gleich behandelt wird. Ja, das sind jetzt erstmal Antibiotika und entzündungshemmende Präparate. Wobei wir, wie gesagt, keine klare Diagnose stellen können jetzt. Fast wie im richtigen Afrika. So ein kleines bisschen kommt man sich vor wie ein Pygmäe auf einer Großwildjacht, ne? Ich meine, ich mache gerne mal Zielschießen, aber es ist immer ein gewisses Risiko ja doch dabei. Immer nervöser. Vielleicht geht's doch nein. Vielleicht geht's doch nein. Bei den Hyänen, Kitano geht die Puste aus. Das ist jetzt Angst, ja, ja. Das sind jetzt frische Angstgeräusche. Lubanga, gnadenlos. Will eben bei ihrem Clan, ihrem Kinderclan, den sie jetzt hier geschaffen hat, will die ihn nicht in der Nähe haben. Ja. Die bissige Gattin. Hält sich nicht an die Regeln. Spielt unfair. Sam sollte jetzt die Lubanga eben auch ständig abkürzt. Und er muss natürlich hier springen und rennen und machen. Und da hilft nur eins: sich elegant aus der Affäre ziehen. Jetzt ist er weg. Tja, ausgetrickst. Hier runter traut sich der Hausdrachen nicht.
Na, bist du nur zufrieden, alte Zicker? Ja, schön. Es war mir auch schon fast klar, dass er den wieder erkennt, den Fluchtweg gerade. Sie hatten jetzt eine ganze Weile gehetzt hier. Und irgendwann, das kommt, dass ich sah, der ist ja nicht kein Dummer. Und das war mir klar, dass der das aus der Erinnerung rausholt, wenn der hier gehetzt wird. Und er wird letztendlich jedes Mal wieder hinten reinhuppen. Und damit das nicht jeden Tag passieren muss für ihn, dann nehme ich den jetzt immer an der Woche rein. Und da kann der ganz relax hier leben. Und er hat auch Sonne dort hinten drin. Und immer an der Woche, da gebe ich dann die Möglichkeit, erstmal mit seinen großen Jungtieren hier das Rudelleben ein bisschen auszuleben. Guti, da wäre ich das mal jetzt drin. Ich muss jetzt den Schieber wieder aufmachen, dass Gitano dann auch ins Haus rein kann. Und hat er dann die Möglichkeit, hier reinzugehen. Ja. Gitano? Gitano? Der Trockengraben. Gitano? Ein Hort der Ruhe und Glückseligkeit. Was für echte Männer. Jawohl. Gut. Knöpfchen im Separé. Das könnte die Trefferquote erhöhen. Michaela? Ja, das ist auf jeden Fall besser. Jetzt können wir sie besser behandeln und müssen nicht so wie Pygmäe mit dem Blasrohr sich ans Großwildjagen schleichen. Ist eine ungewöhnliche Aktion, aber wie gesagt, hast sonst keine Chance, an die Tiere ranzukommen. Oh. Denkst du? Okay. Nicht, was da los war. Die ist gar nicht. Ich habe wahrscheinlich den Mund nicht fest genug angepresst. Naja, einer muss doch daneben gehen. Die war abgebrochen sogar. Ist ja die dicke Haut hier. Die war... Nee, einer liegt da hinten noch. Ist das er oder meins? Nee, hinten anders. Die darf man nicht zu weit durchgehen. Na bitte, Volltreffer. Ja. Vier Pfeile im Hintern. Du verbiegst alle durch die dicke Haut. Knöpfchen gespickt. Wie eine Dartscheibe. Ja, die hat zwei Spritzen bekommen mit einem Antibiotikum. Das ist sicherlich bei dem großen Tier so die untere Grenze, die wir verabreichen. Und dann noch zwei Präparate, die speziell für Entzündungshemmung und Schmerzlinderung wirksam sind. Ich hoffe, dass das erstmal reicht. Wir hatten, ich glaube, vor anderthalb Jahren schon mal ähnliche Symptome bei ihr. Da die gleiche Therapie dann doch gut gewirkt. Sind wir optimistisch. Gut. Ja. Wenn Sie wissen wollen, ob Knöpfchen wieder gesund wird, dann schalten Sie doch nächstes Mal wieder ein. Außerdem gibt's Vorbereitungen für einen Samenraub zu sehen. Und wir verraten, warum es in Schuppis Schuppen müffelt. Bis dann bei Elefant, Tiger und Co.